Auch ein Forscher schießt gerne mal ein Foto. Computerexperte Nick Goldman fotografiert den Baum vor seinem Bioinformatik-Institut in Cambridge. Bäume geben durch die Jahreszeiten hübsche Motive ab. Und eines dieser Fotos hat Goldman auf DNA gebannt. Wir wollten zeigen, dass man irgendwelche digitalen Daten auf DNA speichern kann. Es könnten auch Fotos sein. Also haben wir uns entschlossen, ein Foto unseres Instituts zu speichern. Den Sommerschnappschuss übersetzt Goldman in einen speziellen Digitalcode. Mit Nullen, Einsen und Zweien. Das übersetzt der Bioinformatiker mit einer extra ausgetüftelten Software in den DNA-Code, also in A, C, G und T. Diesen Code verfüttert Goldman einer Maschine, die DNA-Moleküle bauen kann. Buchstabe für Buchstabe entsteht DNA. Künstliche Speicher-DNA. Ganz genau nach Vorlage wird A, G, T und so weiter eingebaut. Und so sieht das dann aus. Ein Röhrchen mit einem Hauch gefriergetrockneter DNA. Ein kleiner, robuster Datenspeicher, der nicht mal einen Kühlschrank braucht. Der DNA-Hauch klebt am Boden und kostet heute noch über 10.000 Franken. Vor allem die DNA herzustellen kostet noch sehr viel. Aber die Preise kommen schnell runter, dank der Genomforschung. Wir denken, die Technologie wird in 10 Jahren um einen Faktor 100 billiger werden. Und dann könnten sie wohl Privatpersonen oder Firmen regelmäßig nutzen. In einem Röhrchen hat 1 Million Gigabyte Platz. Zum Vergleich, dafür bräuchte man 6.000 USB-Sticks. Nick Goldman bringt sein Röhrchen ins Labor. DNA hat sich als biologischer Speicher schon über Jahrtausende bewährt. Zum Beispiel kann man DNA problemlos in Wasser auflösen. Da würden alle gängigen Speicher sofort den Geist aufgeben. Die DNA ist ja auch in unserem Körper in Wasser gelöst und wir rennen rum. Wir exponieren die DNA den UV-Strahlen der Sonne und so weiter. Das alles hält DNA gut aus. Sie bleibt stabil. Die digitalen Files in diesem Röhrchen hat bis jetzt nur ein Kollege von Goldman rausgeholt. Wir wollen versuchen, die Daten noch mal ganz selbstständig zu entschlüsseln, nur mit Hilfe der veröffentlichten Anleitung. In der DNA gespeichert, das Foto, ein Schnipsel der berühmten Rede von Martin Luther King und Gedichte von Shakespeare. Keine Riesendatenmenge, nur 739 Kilobyte, gespeichert in tausenden DNA-Schnipseln. Das Röhrchen ist am Functional Genomics Center in Zürich angekommen. Die Analyse zeigt, DNA ist drin, aber nicht viel. Fixiert auf Glas wird die DNA gespült und kommt dann zum Ablesen in den sogenannten DNA-Sequenzierer. Ein entscheidender Vorteil, DNA hält quasi ewig. Das belegen DNA-Funde von Mammuts. Sie sind älter als 10.000 Jahre. Dagegen gibt man den USB-Sticks nicht mehr als 15 Jahre. Wie es um die Lebensdauer von gängigen Digitalspeichern steht, weiß heute aber niemand so genau. Der DNA-Code ist abgelesen und Biologe Ralf Schlappach hat ihn auf einen Laptop geladen. Jetzt ist Computerexperte Peter Fornaro gefordert. Schon deckt er die erste Schwachstelle der Anleitung auf. Bei den Dateien aus der DNA fehlt die Typenbezeichnung. Handelt es sich um Bild, Audio oder Text? Jetzt müssten wir eigentlich schauen, was in der Datei steht, was es für ein Dateityp ist. Und dann könnten wir die Endung eingeben. Und sobald wir das haben, sollte das der Computer richtig interpretieren. Und wenn wir Glück haben, erscheint ein Bild mit einem Baum darauf. Man erkennt es. Aber es ist nicht ganz perfekt. Aber prinzipiell hat es funktioniert. Es ist ein bisschen wie Medienkunst. Dasselbe in Grün bei der Rede von Martin Luther King. Viele Fehltöne.
Wenn man die Datenmenge ein bisschen falsch interpretiert und daraus die ursprüngliche Sequenz nicht auf ein Bit genau zusammenbaut, dann funktioniert es einfach nicht. Also ein einziges Bit falsch und es kann bedeuten, dass es nicht geht. Es ist sehr fehlerintolerant, das Ganze. Eine weitere Fehlerquelle ist der DNA-Code. Auch hier können sich Fehler einschleichen. Doch da hat Ralf Schlappach die rettende Idee. Er hat die DNA ein zweites Mal entschlüsselt. Legt man die beiden Datensätze übereinander, könnte man die Fehler vielleicht ausmerzen. Öffne das. Simsalabim. Perfekt. Also das hat jetzt ganz gut funktioniert. Doch. Cool. Nick Goldman in Cambridge stört dieser kleine Schönheitsfehler in seinem DNA-Speicher nicht. Er sieht viel eher die hohen Preise als Problem und nicht solch einfach zu behebende Bildfehler. Ich bin nicht so überzeugt, dass wir es hinkriegen. Aber eine 10%ige Chance gibt es schon, dass diese Speichertechnologie sich wirklich verbreitet bis in 10, 20 Jahren. Als erstes werden die Engländer die Kinderkrankheiten des DNA-Speichers beheben müssen.